Neues Spiel, neues Glück. Der SCM empfängt vier Tage nach dem Pokalkracher gegen den THW die Füchse Berlin in der heimischen GTEC Arena. 7.121 Zuschauer wollten das Spiel live in der Halle verfolgen. Wir sind gespannt, wie die Clubs ihre Pokalspiele der vergangenen Woche verarbeitet haben. Vorab waren Berlins Manager Bob Hanning und Magdeburgs Sportdirektor Steffen Stiebler bei mich in den Katakomben der Halle zu Gast. Wie sehen Sie die Vorzeichen heute für dieses Spiel? Beide Mannschaften haben auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Pokalspiel gehabt mit einem traurigen Ausgang. Ah ja, das sind doch immer überragende Spiele. Man muss doch wirklich sagen, es waren bis jetzt immer alles sehr, sehr faire Spiele im Laufe der letzten Jahre. Trotzdem mit einer extrem hohen Emotionalität und Respekt. Und von daher, glaube ich, können wir uns alle darauf freuen. Wie siehst du die Vorzeichen dieses Spiels? Sind unsere Jungs heute gut drauf, extra angestochen nach diesem ganz knappen Niederlage des letzten Spiels? Also ich hoffe, dass wir mit dem gleichen Engagement reingehen wie am Mittwoch. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil es wurde ja schon gesagt, es ist ein Derby, es wird immer sehr, sehr emotional und auch sehr aggressiv gehen. Aber wie auch gesagt, war es bis jetzt nie brutal oder hart. Aber Handball ist eben auch ein Männersport und da muss man halt auch Zeichen setzen. Und ich denke mal, dass es heute wieder ein sehr, sehr enges Spiel wird. Und auf geht's. Gleich in der ersten Minute wird SCM-Keeper Dario Quenstedt gefordert. Erste Parade. Nach gut zwei Minuten gibt es dann das erste Tor. Musa tankt sich durch. Die Füchse kommen per 7 Meter zu ihrem ersten Tor. Nach dem 4:1 durch den SCM zu Beginn der 7. Minute, Michael Damgaard hier in Aktion, nahmen die Füchse eine erste Auszeit. Neunte Minute, Dario hält. Lemke auf Musa und er trifft. Tor SCM 5:1. Sechs Minuten später. Die Achse Damgaard-Musa läuft wie geschmiert. Der SCM führt mit 8:4. In der 16. Spielminute. Mats Christiansen bringt den SCM 5 Tore vor. 9:4. Die Füchse versuchen in dieser Phase den Abstand erträglich zu halten. Paul Drucks mit dem 11:7. Dieses Tor zählte nicht. Das 14:10 für die Füchse gibt es erst im Nachwurf. Kurz vor der Halbzeit folgte das 16:13 für die Füchse. Aber den Halbzeitstand besorgte mit 17:13 cool Finn Lemke. Finn Lemke ist es auch, der nach dem Wiederanpfiff Robert Weber bedient. Und der stellt den 5-Tore-Vorsprung wieder her. Per 7 Meter verkürzten die Füchse auf 19:15. Und dann ein besonderer Aufreger. War der drin? Aus unserer Perspektive und mit Slow-Mo eher nicht. Michael Damgaard scheitert an Silvio Heinevetter, der seine Mannen nach vorne schickt. Die Füchse spielen jetzt ohne Torwart. Und es hat sich gelohnt. 21:18. Füchse verkürzen 18, 21 Torschütze, Matthias. In der 44. Minute schaffen sie den Anschluss. Tor Füchse 21:20. Nur anderthalb Minuten später folgt völlig frei von rechts der Ausgleich 21:21. Aber die Magdeburger kämpfen, wollen den Sieg. Ballklau Robert Weber und er macht es quer über die ganze Platte auf das leere Berliner Tor. 23:21. Noch so ein Aufreger, Marco Beziak. Kein Tor? Hier die Slow-Mo. In der 56. Minute wird Matze Musche regelrecht niedergerungen. Aber es gibt für die Füchse die Chance zur Führung. Und sie machen es. 26:27. Auch Cristiano Sullivan kann es. Quer über die Platte zum Ausgleich. In der letzten Minute schafft es Michael Damgaard nicht mit der Führung. Und im Gegenzug machen es die Füchse.
28 zu 29. Es ist wiederum Christian O'Sullivan, der den Ausgleich herstellt. Und die Füchse vergeben Sekunden vor dem Ende ihre Chance auf 2 Punkte. So bleibt es beim Unentschieden, 29 zu 29. Und hier die Stimmen zum Spiel. Ich denke, dass zum Schluss das war, ich habe schlecht gespielt, erste Halbzeit, Magdeburg hat gut gespielt, zweite Halbzeit, ich habe schlecht angefangen mit bis 40. Minute, dann 7 gegen 6, war gut funktioniert und Abwehr war 5-1 gut. Und ja, ich habe ein paar einfache Tore gemacht im Gegenstoß, so dass ich habe zurückgekommen und ja, ich habe letzten Angriff zu getroffen, zu gewinnen Spiel, aber ich denke, diese 29-29, das war für heute realistisch. Also wenn man die letzte Minute sieht, war es ein Verlust, aber über das ganze Spiel gesehen und wenn man sich überlegt, wie schlecht wir gespielt haben, war es unfassbar, dass wir einen Punkt holen in Magdeburg. Es waren zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten, wie kann das passieren? Erste Halbzeit war Katastrophe in der Abwehr bei uns. Vorne ist uns auch nicht so viel eingefallen. Ansonsten haben wir versucht, in der zweiten Halbzeit ein bisschen was anders zu machen. Hat ein bisschen geklappt. Also ich glaube, es war ein gerechtes Unentschieden, auch wenn das die Magdeburger wahrscheinlich nicht so sehen. Aber wenn man es über das ganze Spiel sieht und die letzte Minute mitnimmt, dann war das okay. Ja, gemischte Gefühle, muss ich eigentlich zugeben. So wie man im Spielverlauf gesehen hat, eigentlich verlorener Punkt. Am Ende können wir das Spiel auch noch verlieren, da liegen wir dann hinten mit einem oder mit zwei Toren. Am Ende sind wir froh, dass wir überhaupt was mitgenommen haben. Ich denke, ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Wir haben wieder Moral gezeigt. Die Füchse sind momentan sehr, sehr gut drauf und das ist kein Außengegner. Und das wussten wir auch und wie gesagt, ein Punkt ist besser als kein Punkt. Ja, die haben dann sehr klug ihre Deckung umgestellt auf die offensive Variante. Und im Angriff haben sie dann den 7. Feldspieler gebracht und haben dann so relativ einfache Tore auch gemacht. Und wir haben vor allem zu Beginn, als die umgestellt hatten, haben die dann uns zu technischen Fehlern gezwungen. Und so haben wir dann auch einige Gegenstöße bekommen, wo man den 5-Tore-Vorsprung schmilzen lassen hat. Es gab eine Auszeit davor. Und dann habe ich zu meiner Mannschaft gesagt, was kann jetzt passieren, was kann kommen. Offensive Abwehr, 7. Feldspieler. Ja, das ist auch passiert und wir haben trotzdem kein Konzept dagegen gehabt. Wir haben uns da was vorgenommen. Dieser 7. Feldspieler ist natürlich schwer zu lösen. Wir wollten aber noch mehr Bewegung zeigen und diese Unterzahl zumindest die Räume eng halten, dieser Unterzahl. Das ist uns nicht gelungen. Sie haben dadurch zu viele einfache Chancen bekommen. Wir haben dann so Torhüterstand, sind es oft im 1 gegen 1. Ja, also Parallelen zu dem Flensburg-Spiel, was ich gesehen habe. In Flensburg liegen sie auch im Pokal mit 5 hinten und spielen dann unentschieden und kommen in die Verlängerung und da verlieren sie dann. Aber hier ist es für uns, wie ich gerade schon gesagt habe, ein klarer Punkt, Verlust und wir sind leer, wir sind einfach leer. Wir haben in dieser Woche mit 3 Spielen so viel investiert und es kam nichts mehr rüber.